Als ob das nicht geht. Also das ist wirklich nur ein Weg. Schön. Also wir können keine Brücken bauen oder was? Mann, ey, ich würde mir gern. Wie soll ich denn dann diesen Typen kennenlernen? Ne? Das heißt, wir kommen hier eigentlich noch irgendwo hoch. Hier muss es ja noch irgendwo lang gehen. Hallo, ich bin der Multi. Wenn ich mich jetzt beeile, kann ich vielleicht mal bei den Leuten reinschneien. Hier ist eine Straße. Na gut, gehen wir erstmal hier runter. Okay, diesmal grabe ich mich hier durch. Ein altes Haus. Whatever hier einmal war, es ist nun in Ruinen. Okay, da hast du recht. Gut. Kann ich mich denn hier durchfräsen? Ja. Ich sehe da auch gerade einen Höhleneingang oder sowas. Was mache ich denn eigentlich mit dem Stamm dann? Ach, jetzt so. Kann ich den auch abkloppen? Ja. Schön. Und hier kann ich minen. Da habe ich drauf gewartet. Okay, den Boden kann ich anscheinend nicht kaputt minen. Oh, ich habe keine Energie mehr. Die sollte ich vielleicht lieber nicht essen. Okay, wir brauchen was zu essen. Wir müssen entweder angeln oder mal eben schlafen gehen oder hast du nicht gesehen? Es ist ja echt krass. Also, wir müssen unbedingt dafür sorgen, richtig auf den eigenen Beinen stehen zu können. Wobei das jetzt echt nicht schwer ist, denke ich. Also Bewegung bzw. irgendwelche Taten wie Holz fällen und so, das zieht alles Energie. Logisch. Ich meine, wäre komisch, wenn nicht. Bedeutet, wir gehen jetzt mal eben schnell Pennerözi machen. Oder wir gehen was essen. Geld haben wir. Was machen wir, Hier ist noch jemand, den ich vielleicht nicht kenne. Oder ist das? Nee, das ist Quatsch. Ich will mit dem Typen reden hier. Jetzt. Ach, Lewis. Wie war deine erste Nacht in der alten Hütte? Alles ist in Ordnung. Dein Opa hat immer über Rickety Old Bed bla geredet. Achso, er hat immer irgendwo drüber hin und her gelabert, aber eigentlich mochte er das Haus. Also der hat immer irgendwas Schlechtes erzählt, aber insgesamt hat er das doch immer gemocht. So könnte man das. Wer? Oh, hallo? George! Der sieht nicht mehr ganz so gesund aus. Es verwirrt mich, immer diese ganzen neuen Leute kennenzulernen, ne? Der Name ist George, übrigens. No, oder jetzt, verschwinde. Ich bin alt. Vielleicht können wir den später noch die Treppe runterschubsen oder so. Alex, okay, den kennen wir auch noch nicht. Ich hätte es ja gern, wenn er einfach mal aus dem Haus raussprintet. Ich bleib einfach mal einen Moment hier. Vielleicht kommt er gleich noch raus. Manchmal ist es ja so, dass die sich mal blicken lassen. Oder ich gehe einfach noch mal rein. Hat sich aber wahrscheinlich nichts geändert. Immer noch am Workout machen. Ja, wie soll ich denn mit dem reden, wenn... Oh. Also zum alten Knacker kommen wir momentan noch nicht. Und das hier war das Haus vom Bürgermeister, ne? Von dem allen. Ja, es ist der Kühlschrank vom Bürgermeister. Es ist voll von Milch und Eistee. Okay. Iced Tea.
Und ein Tisch oder ein Buch voll mit den Daten von Pelikanstadt. Das kannst du gar nicht richtig verstehen. Nein, will ich jetzt auch nicht. So, ist der Typ jetzt endlich mal hier rausgelaufen? Hier haben wir noch jemand. Hier haben wir Penny. Oh. Wir können uns glücklich schätzen, eine Bücherei in unserer Stadt zu haben. Und da ist er wieder, der Lewis. Der alle. Mit dem haben wir schon geredet. Mensch, es muss doch mal möglich sein, den Rest der Leute kennenzulernen, oder? Halt! Da, das war wohl Lewis, der gerade in sein Haus gerannt ist. Aber wir haben ja immer noch keine Energie. Hatte ich nie irgendwas erzählt von Energie würde uns... Dein Ernst? Schon wieder um eine Stunde verpasst. Unglaublich. Mann, ich will die... Ah, da, nee, das ist schon wieder Shaden. What do you want? Was willst du? Lass mich allein. Lass mich in Ruhe. Irgendwas sagt mir, dass der richtige Arsch ist. Hallo. Ich würde ganz gerne... Das ist doch blöd. Ach, ganz ehrlich, komm. Wo hatte ich denn eingekauft an dem einen Tag? Ich war in der Spielunke, wollte ich schon sagen. Ich war hier drüben in dem Ding. Das Ding, das ist hier wieder der wunderschöne Elliot. Hallo, Multi. Ja, das war es dann auch schon. Und hier haben wir den Alex. Die Luft wärmt sich langsam auf. Ich fühle mich vollgepumpt mit Energie. Oder auch so. Er fühlt sich halt. Nein. Ich gehe wieder raus. Halt. Also schon wieder Shane. Pff. Penner. Stellt er sich da hin und trinkt wieder. Er säuft nur. Da jetzt. Ein Salat. Ah, der Salat ist teuer, ne? 113,50. 220. Ich kaufe mir mal einen Salat. Und wir sind arm. Ah, hier gibt es ja noch mehr. Pizza. Lecker italienische Pizza. Kaffee. Ein Rezept für Hash Brownies. Dein Ernst? Ist das jetzt dein Ernst? Wir können uns Hash-Brownies hier machen. Bestes Spiel. Ein Rezept für Omelette. Pancakes-Rezept. Brot-Rezept. Tortilla-Rezept. Pizza-Rezept. Maki-Roll. Also wahrscheinlich, ja, das wird wahrscheinlich irgendwas mit hier so. Also Maki wird wahrscheinlich eine Art Fisch sein und das wird dann wahrscheinlich hier so na, Sushi darstellen. Gebratenes Ei können wir uns kaufen. Ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade, das wäre jetzt auch ein Rezept. Hungry, thirsty, I've got just the thing, dude. Okay, das ist schön. Lecker, ja, Salat. Bizeps geschrumpft, aber wir sind wieder mit Energie versorgt. Da ist ja wieder der Alex. Mann, ich möchte zu dem einen Typen da rein. Halt, das ist eine Oma. Die Evelyn. Why? Hallo und willkommen in unserer kleinen Community. Süßer, lieber. Du kannst mich Granny nennen, wenn du magst. Lass mal stecken. Jetzt ist er nicht mehr da. Warte mal, das bedeutet, dass er jetzt ja irgendwo in der Stadt rumläuft, ne? Alex. Ja, das ist doch Alex, oder nicht hier? Die Stritte von der Oma, die sind auch recht gut. So, wir haben... Cancel Quest, natürlich nicht. 20 von 8, also wir brauchen einfach noch 8 Leute, die wir kennenlernen müssen. Da ist auch gerade wieder einer reingelaufen, das wird wahrscheinlich Pam sein.
Nee, das ist jemand anders. Halt, halt, nicht zumachen. Oh. Komm raus. Die Tür ist offen. Und die geht einfach pennen. Ich glaube das einfach nicht. Ist das jetzt dein Scheiß Ernst? Mann, das kann doch nicht sein. Wo habe ich denn jetzt die Map noch nicht erkundet? Hier war ich noch nicht. Wie komme ich denn da hoch? Wir gehen jetzt pennen und dann versuche ich direkt mal da oben irgendwo lang zu kommen. Unbedingt. Oder wir machen erstmal was anderes. Aber eigentlich wollte ich ja diese Quests mal, ich sag mal, mich mal darauf konzentrieren, das irgendwie hinzukriegen. Wir sollten uns aber mal eine Truhe bauen. Ich guck mal, wie viel Holz wir haben. Ich gehe erstmal pennen. So, in unser Eigenheim. Ja. Nacht. So, wir haben auf jeden Fall Zeugs bekommen. Achso, wir haben verkauft. Okay. Ich wollte schon sagen, sind das jetzt irgendwie Achievements oder Statistiken und die sich jetzt hier oder Skills, die wir jetzt upgraden können, aber nein. Das ist das Zeug, was wir in die Truhe getan haben. Also. Okay. Also haben wir 45 Dämonen gemacht. Ich sag Dämonen, für die es noch nicht wissen. Wir haben 45 Geld gemacht. Der dealt also nachts mit unserem Zeugs. Ist ja interessant. So, was haben wir hier drinnen? Tja, wer jetzt bla bla bla. An unsere lieben Joja Mart Kunden. Unsere Teammitglieder. Bla bla bla, haben sich auf die Lande verlegt. Mann, ganz ehrlich, ich mag diesen Markt nicht. Die sind blöd. 50 Watt brauchen wir für eine Truhe. Wir haben 38, okay. Bedeutet, ich kann ja einfach mal hier so ein bisschen aufräumen mal. Ich habe sowieso vergessen, hier mal zu gießen. Wann sehe ich denn, dass das fertig wird? Ich habe da, naja gut, jetzt sowieso noch nicht. Werden wir dann schon sehen. Gucken, ob der genauso viel... Nee, braucht er nicht. Gut. Da haben wir einen Stein. Okay, Schlafen füllt Energie also doch auf. Wir haben Energien halt nur verbraucht an dem Tag wahrscheinlich. Kohle! Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Achso, falsch. Erstmal wieder das falsche Werkzeug hier nehmen. So, 52. Wir können uns also eine Truhe bauen. Stehe ich die dann rein? Ja, ne? Super. Oh ja, lass das erstmal liegen. Ich würde jetzt gerne die Truhe. So, wir haben jetzt hier eine Truhe hingestellt. Die können wir jetzt da kann ich jetzt einfach hier. Ne, das Holz behalte ich mal, aber wir können jetzt hier den ganzen Krams erstmal reintun, den wir einfach momentan noch nicht brauchen. Ja, Werkzeug behalte ich natürlich, logisch. So, jetzt haben wir direkt Sachen eingesammelt. So, Steine. Und hast du nicht gesehen? Das bedeutet, wir müssen hier auch richtig farmen. Das wird dann richtig Arbeit in Anspruch nehmen. Dann können wir hier mit Zäunen dann später alles abtrennen und hast du nicht gesehen. Und dann alles zu unserer eigenen Farm hier gestalten. So.